Der letzte Punkt ist der entscheidende Punkt, Herr Brinkmann. Die Entwicklung der Wohnungswirtschaft oder die Interessen der Wohnungswirtschaft können nicht Einfluss nehmen auf die Geldpolitik. Die Geldpolitik hat sich an einem eindeutigen Ziel zu orientieren, Stabilität, Kaufkraftsicherung. Wenn es dann notwendig ist, dann müssen die Zinsen weiter steigen und dann wird Bauen, auch kreditfinanziertes Bauen, natürlich auch teurer. Man muss die völlig sozialistische Mietpreisregulierung von heute auf morgen abschaffen. Die Steigerung der Mieten in den Innenstädten ist nur dadurch zu bekämpfen, dass wir mehr Wohnraum bekommen. Und diese ja, mehr, die Wohnungsbauunternehmen dieses, sagen doch gerade, diese, wir bauen nicht die, neu, ja, nein, sie, weil es zu teuer ist. Ja, sie, dann muss man die Bereitschaft haben, die Regulierung, die die Preise einschränkt, radikal zu beschneiden bzw. aufzugeben. Wie wollen Sie in einer Stadt wie Berlin, wo es Bebauungsflächen in Hülle und Fülle gibt, Wohnungsbauunternehmen dazu bringen, zu bauen, wenn man die Mietpreise reguliert? Und wenn die Mietpreise auf einem Niveau sind, die nicht marktgerecht sind. Bezahlbaren Wohnraum schafft man in der Marktwirtschaft nur durch mehr Wohnungen und durch Anreize für die Wohnungswirtschaft und nicht dadurch, dass man die Mietpreisregulierung noch verschärft. Dies ist ein typisches Rezept aus der sozialistischen Mottenkiste. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, sondern schützt nur diejenigen, die aus historischen Gründen sich besonders preiswert in eine Altbauwohnung eingemietet haben. Hier muss man den Mut haben, auch der Wahlbevölkerung zu sagen, dass das einige Jahre dauern wird, aber dass dann mit Sicherheit dicht am Horizont ist. Das gilt natürlich nicht für die berühmten Citylagen, aber gucken Sie sich eine Stadt wie Berlin an, 8,5-mal so groß wie Paris und mit enormen Freiflächen ausgerüstet. In Paris haben Sie keine Möglichkeit, sehr viel neuen Wohnraum zu schaffen. Warum? Die Flächen sind einfach nicht vorhanden. Und die Flächen, die bereits bebaut sind, kann man nicht einfach durch wir haben Flächen durch, im Tempelhof, kann man nicht dürfen auf, wir nicht. Kann man nicht auf einmal dadurch erhöhen, indem man die Geschosse verdoppelt. Aber hier in Berlin ist das in unikalter Weise möglich. Ein regierender Bürgermeister, der sich um diese Stadt sorgt und um die Menschen dieser Stadt sorgt, müsste die Wohnungswirtschaft zusammentrommeln, müsste dafür sorgen, dass die Mietregulierung beseitigt wird und müsste in einem Zeitraum von 3 bis 5 Jahren in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass wir jedenfalls in erträglichen, attraktiven Lagen hinreichend Wohnungen haben.